Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Let's Play Fallout 4. Ja, es ist ein bisschen ruhig geworden, aber keine Sorge, das Spiel wird nicht aufs Abstellgleis geschoben, dafür ist es viel zu cool, sondern ihr wisst ja, einfach nur ein bisschen ruhiger von der Spielanzahl auf diesem Kanal. Es soll aber weiterhin natürlich alles so weit laufen. So, wir gucken mal, wo was wir jetzt für eine Mission machen. Ich würde mal sagen, die Minutemen, die brauchen mal wieder Beachtung. Naja, eine Kinderkrippe, da wurde jemand entführt. Das ist doch genau ein Job für uns. Also, ab dafür. Da müssen wir hier rüber. Oh, habe ich noch nicht mal aufgesucht. Komme ich da irgendwie. Warte mal, was ist denn näher? Entweder hier hoch. Naja, oder von da aus wahrscheinlich runterlaufen. Ist wahrscheinlich einfacher. Oh, ein Gatling-Laser. Das wäre doch was für uns. Den würde ich ja sofort nehmen. Schaut ja richtig nice aus, das Ding. So, hier bin ich bei unserem guten Freund. Naja, aber wir lassen ihn mal lieber. Der ist ja nicht so der beste und guteste Freund von uns. So, welche Waffe nehme ich denn? Nimm mal die. Habe ich noch ein bisschen Schuss. Laufe ich gerade richtig? Nee, aber kann ich überhaupt? Warte mal. Wenn ich querfeld einlaufen, muss ich über den Berg. Vielleicht kann ich da ja aber an dem sein Häuschen entlang laufen in die Richtung. Naja. Der Typ, der ist einfach crazy. Deswegen wundert mich da jetzt nichts, dass hier so eine Sprengfalle ist. Hey Jungs und Mädels. Dieser Ort gehört den Minutemen. Weiß ich. Alles ruhig, General. Danke. Weitermachen. Ja, General taugt mir. Also ich muss sagen, an den Titel könnte ich mich durchaus gewöhnen. Was ist denn da? Oh, was ist denn da? Wer gehört mir? Ja, hilfst mir mal. Sind sogar zwei von den Biestern. Die haben ganz schön viel Radioaktivität am Start. Aber die geben dafür auch ganz gut XP. So, der eine Minuteman kratzt ab. Tut mir sehr, sehr leid. Kann ich dir helfen? Ne, du bist echt weg. Krass. Okay. Sorry, Junge. Bereich gesichert, General. Alles klar, ich habe nichts gesehen. Ich gehe weiter. Tschüssi. Scheiße. Da sterben die da einfach weg. So, aber ich heile mich mal gegen die Radioaktivität. Was gibt's hier noch so? Kochstation. Ein Hirnpilz. Plasmagranate. Nehme ich doch mit. Ich glaube auch mal, dass mein Inventar so langsam. Ja, 239 von 260. Wieder voller wird. Was bist du denn? Eine Todeskralle. Todeskralle, halt mit allem drauf, was du hast. Das ist sogar noch eine zweite daneben, sehe ich gerade. Wo kommst du denn? Weg von der Todeskralle. Oh, die ist direkt hinter mir. So, Todeskralle ist auch weg. Also jetzt haben wir hier die fettesten aller Gegner. Und da war noch eine zweite Todeskralle. Die lasse ich aber definitiv aus, weil auf die zweite habe ich nicht nochmal Bock. Aber ich will da auch mal runter gucken, um mich hier einfach mal ein bisschen das Areal zu überblicken. Aber zwei Todeskrallen, das ist natürlich schon selten. Das muss man mal ganz klar sagen. Also gucken wir mal. Todeskralle.
Aber da ist ja auch nichts Besonderes. Also nicht, dass ich jetzt sage, da hätte ich jetzt Bock drauf, da unbedingt lang zu laufen. Wo muss ich denn hin? Da runter. Also lassen wir sie mal da drüben stehen. Zoll die Todeskralle. Todeskrallen ist nicht unser Bier. Eine habe ich weggemacht. Bisschen fürs Ego. Aber die Munition will ich jetzt auch nicht da so extrem verschwenden. Ein Kühler, der ist verriegelt. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Wie schön. Ja, ne, finde ich jetzt alles nicht geil. Deswegen lassen wir es auch einfach so, wie es ist. Braucht nur wieder Platz, den ich nicht habe. Ein Sträßchen. Und wir rennen weiter querfeldein. Was ist denn da? Diese Dinger sind gefährlicher, als sie aussehen. Was kommt denn da jetzt schon wieder? Was hat er denn wieder gefunden? Da drüben ist ein Hund. Kannst du sie sehen? Ich weiß ja nicht mal, was du meinst. Bingo. Auf was gehst du denn? Ach, lass mich doch. Also, ich muss sagen, die Begleiter finde ich alle nicht so cool in dem Spiel. Ich überlege nur gerade, ob ich hier... Ah. Soll ich da rein? Soll ich da nicht rein? Ach, egal. Nummer 1. Nummer 2. So, wir schauen einfach mal da rein, ob ich da irgendwas Tolles finde. Da ist ja auch gleichzeitig gerade eine Mission aufgeploppt. Schade, dass bei den Autos nichts ist. Radioaktivität hier am Start. Was ist denn da für eine Mission gerade aufgeploppt? Habe ich doch... Ist doch gerade... Naja, wir gucken jetzt einfach mal rein, wenn ich schon hier bin. Auch wenn hier über Radioaktivität am Start ist. Aber das stört mich jetzt einfach mal nicht. Zumindest nicht in der Dosis, wie es derzeit... Boah, da, okay, da ist viel Radioaktivität. Das wundert mich gar nichts mehr. Nee, da gehe ich definitiv doch nicht ran. Das ist mir zu viel. Soll jemand anders mal gucken. Was ist denn da drüben? Aufklärungsbunker. Aber warte mal, da kann ich ja jetzt... Ist doch da irgendwas? Was ist denn das für ein Ding? Also ich meine aufgrund des Ding... Oh ja, egal. Ach nee, weil ich da vorher die Markierung gesetzt habe, gell? Haha. Wäre jetzt fast auf meine eigene Markierung reingefallen. So. Also was da Radioaktivität von dem Gebäude ausgeht, ist abnormal. Aber da hat mich dieses Fenster oben so maximal abgelenkt. So, da ist eine Biene. Aufgepasst, Stechflügler. Alter, Stechflügler. Die geben mehr XP als die Dingfeuer, als die Skorpione. Ist ja auch interessant und spannend. Eine Wurzel. Oh, ich sehe nichts. Wo sind sie? Mach ihn weg. So. Oh. Stechflügler. Harte Gegner.
So, wir ändern mal die Munitionsart. Eine H-Klammer. Eine H-Klammer. Und eine Patrone. So, jetzt bin ich aber auch nicht mehr weit weg von dem da, wo ich eigentlich mal ursprünglich hin wollte. Bevor sich mir sozusagen Fallout in den Weg gestellt hat. Da, was ist denn da Schönes? Ich könnte hier ganz viele Pflanzen pflücken, aber jetzt gar nicht mal ansinnen. Auf jeden Fall wird hier gekocht, also hier, da sieht man, das sind Leute da. Hallo. Du musst mir helfen. Oh, du schaust ja fertig aus, du. Beruhig dich. Sag mir einfach, was passiert ist. Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie ihn töten. Aber ich habe nicht so viel Geld. Ich habe übrigens, wie ihr seht, die Untertitel aktiviert, dass ihr das auch ein bisschen besser verfolgen könnt. Ich zahle auch kein Lösegeld. Ich erteile den Dreckschweinen eine Lektion, die sie nie vergessen werden. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring ihn einfach wohlbehalten zurück, okay? Also, ich zahle doch da kein Geld. Die mache ich alle platt. Ah. Kann ich da nirgendwo hinreißen? Okay, entfernen. So, zu Boston Bugle und dann geht's da hoch. Das ist ja ganz schnell passiert. Meine Präzision im Schleichmodus ist also erhöht. Eine schöne alte Waffe mit dem Schalldämpfer. Auf den Wachbord, was da unten steht, auf den bin ich auch mal gespannt, sobald ich wirklich mal auf den treffe und es ein ehrlicher Kampf wird. Weil derzeit fühle ich mich noch nicht so, dass ich sage, ich lege mich mal mit dem Wachbord an. So, also. Dann müssen wir jetzt da hoch. In der Stadt bin ich ja auch immer liebend gern, da kommen ja immer irgendwelche Scheiße daher. Da ist eine Brücke, die ist runter hochgeklappt. Was ist denn da? Nimm doch die Waffe. Er bringt das hin. Ganz ruhig. Jetzt nimmt er keine Waffe mehr. Der ist ja auch lustig. Ah, ich habe eine Waffe. Wer oder was schießt da auf mich? Schießt ihr da? Meine eigene Bruderschaft, ist doch nicht euer Ernst. Ich dachte mal, vielleicht kann ich da irgendwas zum Explodieren bringen. Der Leuchtende, der ist also wirklich ein CS-Biest. Aber der kommt da von seiner Insel nicht runter. Das finde ich etwas lustig. Kann ich dem in die Eier schießen? Nee, macht nicht viel aus. Schaut mal, was der an HP hat. Oh, Leuchtender ist weg. So, jetzt weiß ich, wer da auf mich geschossen hat. Auf die gehe ich doch mal. Auf den Raider abschauen. Aber dann nehme ich jetzt mal hier. So. Da oben gehen sie auf die. Oh, sorry. Da ist der Leuchtende. Das ist ja eine schöne Unterstützung. Also ich muss sagen, die Bruderschaft, die gefallen mir gut. Die Jungs, die machen hier ordentlich Bambule. Es gibt nämlich jetzt auch schön XP. Weil der Leuchtende hier das nicht so checkt, wie er da rauskommt. Und jetzt ist er gleich tot. Da, ihr seht. Zack, XP für mich. For free. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Nee, ich glaube auch nicht, dass die das noch brauchen werden.
Und wie gesagt, ihr seht ja, dass meine Schüsse auch immer langsam geringer werden, deswegen ist das mittlerweile auch ganz nett. Bring dir's hinter uns. Ich glaube, das war. Was willst du denn da? Ja, also hier meint die Bruderschaft, die macht, die räumt ja auch ordentlich auf. Das muss man denen absolut lassen. Jetzt kann ich nämlich hier auch durch die Tür gehen und auf die andere Seite rüberspazieren in aller Ruhe. Da ist ein Kopf. Das sind also die Optik von dem ist schon echt alles sehr, sehr krass. So, jetzt hoffe ich, dass ich da drüben reinkomme. Warte mal. Warte mal. So, der ist weg. Raider Psycho lese ich doch da noch irgendwo. Die Frage ist nur, wo? Da sind wohl noch so ein paar sogar. Was willst du denn da von der Seite? Sowas Ekelhaftes. So, da oben ist noch eine. So. Und damit der Uzi geht es ganz gut. Oh. Also. Muss sagen, das ging schon mal besser. Von wo denn jetzt? Ach, von da oben. Du bist ja ein ausgefuchstes Schlitzohr. Komm nochmal, Plünderer. Komm, komm, komm. Ganz schön kopflos bist du da. So, und eine Person steht hier wohl noch. Und da hinten kommt auch noch eine. Ist nichts Persönliches. Kein Ding. Du, ich sehe das auch nur halb so wild. Ich mag es noch nicht, wenn man mich so von der Seite angeht. Aber sonst alles easy. Wer war denn er eigentlich? Schaut auch nicht mehr so gut aus. Das Terminal? Was macht das wohl? Das will ich jetzt kurz gucken. Ach nein, ich drück dann immer auf Tab. Turmstange. Aha, okay. Ist nicht so wichtig. Gut, wir gehen weiter. Wir sind eh fast da. Jetzt wird er noch gelootet. Da oben ist vielleicht auch noch irgendwas, aber... Hm? Der Raider-Abschaum da oben. Naja, den gucken wir uns doch nochmal an. Hier sind wir ja einigermaßen schnell drin. Vielleicht hat der Raider-Abschaum irgendwas für uns. So. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Da oben noch Munition ein bisschen. Aber nee, sonst schaut das Ding hier nicht mehr so brauchbar aus. Gut. Dann geht es jetzt ab weiter in Richtung der Missionshöhle. Hab hier aber wirklich gut aufgeräumt. Also die Raider, da habe ich mal aber sowas von gezeigt, wer der Chef ist. Who's your daddy? So. Da vorne ist gerade was explodiert. Warum auch immer. Was war das denn für ein Geräusch gerade? So, und da muss ich wohl rein. In diese unscheinbare grüne Tür. Kommt zu einem kleinen Ladefenster? Nicht mal. Keine Lade. Das ist ja irgendwie so automatisch speichern. Schadet auf jeden Fall mal nicht. Ein Police-Ding, wenn ich den wieder freilasse, der schießt am Ende eh nur auf mich. Ich kenne die doch schon. Oh, in der Kasse ist nicht mal Vorkriegsgeld.
Oh. So, das heißt, dahinter halb ist wohl was. Nur ein Geräusch, nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Alles gut. Verbranntes Buch. Vorkriegsgeld. Ich wette, dafür bekommt man einen Haufen Kronkorken. Jemand da? Du solltest nicht so viel wetten, du solltest mehr, machen. Siedler. Bitte, du musst mir helfen. Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott, danke. Verschwinden wir. Okay. Ja, das mach. Soll ich jetzt hier weitermachen? Jetzt gehörst du mir, Bürschchen. Wir haben Gesellschaft. Jemand muss doch was tun. Wir haben Gesellschaft. Ja, ja, ich mach das schon. Was? Ich will nämlich hier noch nicht raus. Ich will jetzt erstmal schauen, ob ich da noch was finde. Irgendwer. Also da hier so von hinten ran ist ja ganz schön feige, du. Schieb mich doch da nicht hoch. Ach so, du gehörst gar nicht dazu. Ich dachte schon mir, das wäre hier der andere, der da zu mir gehört sozusagen. Aber doch nicht. Ja, ja. Wenn du sagst, dass das ein Fehler war, dann glaube ich dir das einfach mal. So, wie gesagt, ich will ja erstmal gucken, wenn es da was Schönes gibt. Bin ich ja da immer offen für. Vorkriegsgeld. Da oben steht scheinbar noch einer. Sicherung, das. Aufzug. Da könnte ich auch raus, aber ich will noch gar nicht raus. Du lebst doch. Naja. Ich komm schon. Geht mich nichts an. So. Wo ist er? So. Gib mir dein Geld. So. Ding, 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 ding. Mach auf die Tür und lass mich gucken. Griswolds Terminal. Was gibt's da so? Beim Griswold. Aha, okay. Nicht wirklich spannend. Da liegt eine Pumpgun. Eine kurze doppelläufige. Reflexvisier. Aha. Nix weiter. Eine Rakete. Das ist doch der gute Ausgleich für die Dingfeuer, für die... Oh, wie heißt der denn? Todeskralle, die meinte ich. Gut, weiter geht's. Wir gucken. Wenn es noch was Schönes gibt, bin ich da immer offen für. Ein Kaffee. Kronkorken. Oh, ein lecker Kaffee? Sag ich jetzt aber auch nicht nein, du. Ein Hirnpilz, der wächst da so. Sue's Terminal, also Sue und Griswold waren hier scheinbar fleißig. Die und ihre. Also da wäre ich ja. Muss man echt aufpassen. Oh, Geräuschfall. Was kommt denn da unten, dass hier so viel Radioaktivität ist? Ah, da. Da will ich noch rein. Jetzt, wo ich mir eher schon der Radioaktivität ausgesetzt habe. So. Geschafft. Also auf dafür. Cambridge, da komme ich scheinbar raus. Dann ist doch das jetzt alles absolut okay gelaufen. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier.
Nee, ich bin nicht wegen dir hier im Sinne von dir gefährlich werden, sondern weil ich dich hier, weil ich hier helfe. Ich bin ja der Minuteman General. Picket and Fences, Modern Hearth. 32,99, was ist denn das? Guck's mal an. Also Entschuldigung, zahlt man da 1 Dollar pro Seite oder was? Das ist ja übertrieben teuer. Für die Zweitausgabe sogar. Naja, weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Ja. Seid ihr jetzt bereit, die Minutemen zu unterstützen? Na klar. Ich bin froh, dass hier endlich mal jemand versucht, was Gutes zu tun. Du kannst auf unsere Hilfe zählen, wenn du sie brauchst. Na, siehst du. Also. Die Minutemen sind hier auch. Der Preston, was sagst hey. Du so? Sag mir einfach wo. Ahem. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Okay. Also die Burg, die braucht mich. Das heißt, wir können da in der Folge mal kurz noch hingucken, was da so los ist bei der Burg. Mit unserem einen Einwohner, der aber zu 20% glücklich ist. Die Burg war ja ein sehr schönes Gefecht, muss ich so im Nachhinein feststellen. So, also ich bin da. Was ist denn da hinten? Ich hätte nie gedacht, unsere Flagge wieder über der Burg wehen zu sehen. Du brauchst doch was. Nimmt Form an, was? Die alte Burg nimmt Form an und hier ist nichts passiert. Also, Ronny. Hey. Da bist du ja. Das ist eine Frau. Ich muss mit dir reden. Hier bin ich. Was willst du? Ich bin Ronny Shaw, Commonwealth Minuteman. Zumindest war ich das. Bevor Joe Becker getötet wurde und die Idioten den Laden übernommen haben. Mir gefällt nicht, was du da andeutest. Ganz ruhig, mein Freund. Joe Becker ist gestorben lange bevor du den Laden übernommen hast. Ich spreche von der Kasper-Truppe, die Minutemen ruiniert hat. Die konnte ich nicht respektieren. Also habe ich mir mal Urlaub genommen. Ja, Urlaub ist gut. Aber kommst Komm du zum Punkt. Will ich ja die ganze Zeit. Hab gehört, dass du den Minutemen wieder auf die Beine helfen willst. Dachte mir, ich schau mir den neuen General mal persönlich an. Also, wieso machst du das alles? Und wieso glaubst du, dass die Leute die Minutemen überhaupt zurückhaben wollen? Die Minutemen sind wieder die Guten. Und die Leute merken das langsam. Ich habe ein paar gute Dinge gehört. Sonst wäre ich nicht hier. Na, also. Und jetzt, wo ich hier bin, sehe ich, dass du meine Hilfe dringend nötig hast. Willst du wieder beitreten? Ja, schätze schon. Aber alles der Reihe nach. Ich bin vermutlich die Letzte, die sich noch daran erinnert. Die Waffenkammer der Burg befand sich in der westlichen Bastion. Dort war unsere beste Ausrüstung gelagert. Waffen, Munition, oh. Baupläne und noch einiges mehr. Komm, ich zeig's dir. Ja, das ist doch ein... Da sage ich doch jetzt aber mal sowas von gar nicht, nein, du. Klar, dass die jetzt da irgendeinen Zugang hat, wie man da reinkommt. Gut. Sieht so aus, als wäre alles noch intakt. Ja, die Tür ist versiegelt. Die Bastion ist nicht eingestürzt. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Ich hoffe, du hast eine gute Idee. Natürlich. Wenn der direkte Weg versperrt ist, wählt man eben den indirekten. Schauen wir uns mal die nördliche Bastion an. Ja. Die nördliche Bastion. Also wahrscheinlich dann hier rein, oder? Ja, so viel dazu. Wo ist denn jetzt hier... Ach, brauchst du da so lange dahin zu laufen, oder was? Ist das dein Ernst? Sind wir jetzt hier... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was wir sein sollen, dass du da so langsam läufst. An uns kommt nichts vorbei, Sir. Gute Arbeit. War das Quartier. Weiter so, Soldat. Danke. Alter. Früher führte ein Tunnel von hier in die Waffenkammer. Der Tunnel ist durch Schutt blockiert. Ach, sag. Wir müssen einen Weg finden, ihn beiseite zu schaffen. Ja, und wie willst du das machen? Soll ich da jetzt draufballern?
Was ist denn da draußen jetzt? Ich bin nicht der General oder bin ich jetzt hier Hans Wurst? Was soll ich da jetzt an der Werkstatt fertigen? Soll ich auf einmal irgendwie, keine Ahnung, was machen? Ich weiß ja nicht, was die da jetzt von mir verlangt. Hey, zeig es mir. Was willst du? Warum hast du eigentlich die ganze Zeit ein grünes Ding über deinen Kopf? Hey. Ich bin was jetzt? Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Aber niemand will dahin, solange die Käferplage dort nicht beseitigt ist. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Warum bin ich eigentlich der General, der immer alles machen muss? Also, na gut, also wir werden jetzt mal irgendwie, ich werde mir mal überlegen, wie ich jetzt hier da reinkommen soll. Ihr seid dann auch wieder dabei, wenn ich die Schatzkammer betrete. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Fallout 4. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.